We'll now transition to German questions. We'll go ahead with Max. Hey Marco, ich bin der Max Haupt von der Deutschen Presseagentur. I love it. Finally. Ja, für DPA hier und auch für andere Medien. Mich würden zwei Sachen zum jetzigen Zeitpunkt interessieren. Zum einen, gab es Kontakt mit anderen deutschen Spielern, die schon in der MLS waren, die dir irgendwie ihre Erfahrungen mitgeteilt haben? Und zum anderen, in dieser Phase deiner Karriere oder vielleicht noch mehr in dieser Phase deines Lebens, was ist dir wichtig? Also worauf kommt es dir jetzt noch an? Ja, ich hatte natürlich schon mit ein paar Leuten auf jeden Fall Kontakt. Einfach mehr auch über den Club zu erfahren, mehr über die Stadt zu erfahren. Weil die Stadt ist natürlich schon groß und wo legt man sich nieder, wo möchte man wohnen mit der Familie zusammen. Weil du hier auf jeden Fall immer mit dem Auto sehr, sehr, sehr viel unterwegs sein wirst. Von daher hatte ich auf jeden Fall nicht nur vom Fußball her, auch außerhalb vom Fußball mit Menschen Kontakt, ja, die mir geholfen haben, die Stadt einfach ein bisschen näher zu bringen, den Club auch näher zu bringen, wofür Galaxy steht. Und zur zweiten Frage, ja, wie ich schon gesagt habe, also mein Ziel war es, immer weiter zu spielen, auf ein richtig guten Niveau, in ein Team zu stoßen, was richtig, richtig gut ist, was talentiert ist, was Ziele hat. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe viele, viele Spiele gesehen, Spieler auch angesehen, wie sie sich verhalten in verschiedenen Momenten, weil es einfach wichtig ist, da schon ein bisschen was in Erfahrung zu bringen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also der Club, glaube ich, verdient es, nach so langer Zeit wieder einen Titel zu holen. Und wir sind in einer sehr, sehr guten Position, aber es wird noch ein langer Weg und ich bin aber sehr optimistisch. Nee, das passt jetzt nicht, aber Jürgen Klinsmann zum Beispiel, der wohnt hier, hat mir viel, viel über die Stadt erzählt, über den Verein erzählt und dann noch drei, vier Unbekannte. Ja. Ja, Reinhard Spiegelhauer, ARD. Max hat schon ganz viele klasse Fragen gestellt. Ich frage was ganz Persönliches, weil wir haben was gemeinsam. Ich fange auch gerade hier an und habe einen Zweijahresvertrag und ich musste feststellen, oh hoppla, ich muss hier einen Führerschein neu machen mit theoretischer Prüfung, praktischer Prüfung. Hat man dir das vorher verraten? Ja. Und, wie geht's dir damit? Ganz normal. Muss man machen. Okay, also kein Ding, einfach mal büffeln, die Prüfungsfragen auswendig lernen und dann runterspulen. Genau. One question in German, if it's okay for you guys. Hi Marco, es ist Stefan Döring von der Funke Mediengruppe aus NRW. Du hast gesagt, es war klar für dich, dass du nicht in der Bundesliga und nicht in Europa spielen willst. Ist das eine Entscheidung gewesen aufgrund deiner Verbundenheit zum BVB und seinen Fans oder war einfach klar, dass du generell noch was Neues machen willst? Von beiden etwas. Also in der Bundesliga gab es für mich gar keine Alternative, zu sagen, okay, ich möchte in der Bundesliga weiterspielen, obwohl die Liga sehr, sehr top ist. Aber natürlich aufgrund der Verbundenheit mit dem BVB gab es da für mich keine Alternative. Und ich wollte einfach mal komplett was anderes machen. Ich hatte einige Mal die Chance, in meinem Leben etwas anderes zu machen, bin aber immer geblieben. Und ja, sozusagen, this was the last chance, für mich etwas einfach was anderes zu machen, mit der Familie was anderes zu machen. Einfach eine neue Kultur kennenzulernen, Sprache anders, ja, und einfach offen dafür zu sein und dementsprechend, als der erste Kontakt kam, die Idee dahinter, die Vision, die der Verein hat, mit mir zusammen, wie gesagt, habe ich sehr, sehr schnell die Entscheidung getroffen.